Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnomehobbits zum Technodym. Einen schönen guten Morgen. Tag 4 der Gamescom-Woche. Ich spiele noch einen Netztest an. Ja, heute nicht mehr so viele Netztests, aber einen Netztest. Unreal spielen wir noch. Die Demo-Version. Ja. In der Hoffnung, dass das jetzt klappt. Okay. WASD zum Laufen. GH, um den Aussehen zu verändern. Aha. Ah, sehr schön. Können wir unseren Charakter anpassen. Oh, Pinguin. Pinguin, Pinguin. Pinguin. Ich nehme den Pinguin. Ah, jetzt können wir hier was links laufen und können hier Spiel starten. Tutorial spielen, hier stehen. Ja, dann machen wir das Tutorial. Warum nicht? Generiere Welt. Tutorial. Willkommen im Tutorial. Versuche deinen Charakter mit WASD zu bewegen. Akzeptiere es. Ich bewege meinen Charakter. Drücke Shift, um schneller zu laufen. Shift. Yahoo. Um neue Schienen zu craften, benötigst du Holz und Eisen. Nimm die Axt auf und fälle einen Baum. Ja, das Spiel habe ich. Das ist tatsächlich schon eine Weile online. Nicht online, sondern es gibt es tatsächlich schon eine Weile. Zumindest in der Beta oder so. Und vom Freedom Squad wurde das schon ein und der andere Mal gespielt. Das eine oder andere Mal. Jetzt soll ich das da reinlegen, das Holz. Ja. Sehr schön. Aha. Ach so, die Schiene kann ich jetzt hier. Sehr gut. Um den Fluss zu überqueren, benötigst du Holz. Nimm ein Holz und lege es auf den Fluss. Verbinde anschließend die Schienen. Holz, Holz, Holz. Ja, ich brauche erstmal Holz. Axt. Ja. Ablegen. Holz. Holz. Muss das da ablegen? Nee, ich muss das erst, muss mal erstmal eine Schiene craften. Mhm. Okay. Okay, das habe ich scheinbar noch nicht ganz kapiert. Aha. Ich brauche Holz. Hilfe. Lege es auf den Fluss, verwende anschließend die Schiene. Okay, das Holz muss ich auf den Fluss legen. Also einfach so hier. Jo, sehr gut. Okay, was machen wir mit hier? Verbinde anschließend die Schiene. Vielleicht mit der Spitzhacke. Ich das Eisen aufheben. Na komm, na komm. Oder Stein. Ah, sehr gut. Eine Schiene gecraftet. Die können wir jetzt hier drüber packen. Zack. Der Zug wird mit der Zeit heißer und fängt Feuer, wenn er überhitzt. Baue eine Brücke, um an den Eimer zu gelangen. Fülle diesen dann am Fluss. Okay. Hm. Ah, kommen wir gerade nicht ran. Bis jenseits des Flusses. Können wir ihn trotzdem nehmen? Aber. Der Zug brennt ab.
Nein. Dann müssen wir Holz. Wir müssen irgendwie in den Fluss kommen. Wirf doch mal die Axt weg. Ja, hier. Sehr gut. Nein, Pingu. Ich verkacke es. Tutorial, nutze den Eimer, um zum Löschen des Zuges. Zum Löschen des Zuges. Wagen, die Feuer gefangen haben, können nicht benutzt werden. Na toll. Ja, ich bin dabei. Lösch den Zug. So. Um mit deinem Team zu kommunizieren, benutze das Emoji Mittel, indem du Steuerung wahrscheinlich hältst. Und ein Emoji mit der AWAs, die auswählst. Du findest weitere Emojis, indem du drückst. Sehr gut. Falls der Zug das Ende des Schienen erreicht, hast du verloren. Viel Erfolg. Schon verloren. Sehr schön. Game over. Ja. Es ist ein Online-Game. Das kann man lokal oder online. Eigentlich eher Multiplayer spielen. Online-Multiplayer gibt es nur eine Vollversion. Okay, und dann spielen wir nochmal lokal, oder? Spielmodus endlos, Schwierigkeit mittel. Spielmodus schnell, Sandbox versus. Ah, okay, nur der Endlosmodus kann gespielt werden. Kann ich hier nochmal auf leicht stellen? Snoop braucht das. Okay, na dann, Spiel starten. Hier stehen bleiben. Jo, generiere Welt. Ah, dann können wir es mal in der Praxis ausprobieren. Okay, das Ziel des Endlos-Modus ist es, so weit wie möglich zu kommen. Okay, um den Zug auszurüsten, holt Schrauben, indem ihr sie in der Welt einsammelt. Haltet den Schienenbauwagen für 15 Sekunden ausgelastet. Okay. Oder indem ihr die nächste Station erreicht. Mit der Zeit wird der Zug schneller, rüste den Lok auf, um die Geschwindigkeit zu sinken und das nächste Biom freizuschalten. Wenn du alleine spielst, hilft der Bot aus. Du kannst ihm Befehle mit Emojis geben, indem du Steuerung. Okay. Verstanden. Okay, der Bot fängt an zu bauen. Du möchtest, dass der Bot einen Pfad entlang gearbeitet, kannst du. Ja, mit Q. Punkt hinzufügen, abbrechen, was? Akzeptieren. Falls der Bot bei seiner Aufgabe ein Problem hat, zeigt er dir das an. Ja, ich sehe das Problem. Zug wird wahrscheinlich gleich losfahren. Ich würde mal vorschlagen, einer holt das Zeugs und einer und ein anderer baut. Gib mir Schienen, gib mir Schienen. Gib mir Schienen. Bot. Gib Schienen. Ich habe keine Schienen. Ja, gib her. Sehr schön. Bau du mal Schienen und ich mach das hier. Material aufsammeln. Okay. Müssen wir erstmal die Bäume fällen wahrscheinlich. Bots, du musst Maschinen bauen. Ich brauche Stein. Mach mal hier. Mach mal Stein abbauen. Geht das nicht oder was? Da muss ich erstmal Bäume fällen. Ich mache hier erstmal Bäume fällen. Ahem.
Schienen haben wir noch keine, dafür brauchen wir erstmal Stein. Wo wir das herkriegen, werden wir gleich verloren. Stein, Spitzhacke. Bots, bau doch mal Stein ab. Eins. Hol Stein. Sehr gut. Ah, da holt er Stein. Sehr gut. Hier ist Wassereimer. Wir haben es gleich verkackt. Ja, hier. China. Doch mehr Stein. Holz. Na toll. Jetzt musst du auch noch den Lock löschen. Na toll. Die ist gleich am Ende. Sehr gut. Holz. Da wird die nächste Schiene gecraftet. Ein bisschen zu langsam für meinen Geschmack. Oh nein. Muss Baum gefällt werden. Baum gefällt werden. Spitzhacke. Könntest auch mal zur Abwechslung Holz holen. Bot. Holz. Die zwei. Oma Holz. Ja, die habe ich gerade, die Spitzhacke. Die Axt. Meins. Oh Kacke. Geh was anderes machen. Geh wieder Stein holen. Lass mir die Axt hier. Ich muss fällen. Ah. Mach den Weg frei. Verdammt. Ja gut. Wir hätten auch da rumfahren können. Ja. Okay. Ja. Für den ersten Versuch. Gar nicht so schlecht. Game over. Replay ansehen, Einstellungen ändern, hier zurück. Okay. Lokal. Ich versuch's nochmal, oder? Kann ich's nochmal versuchen? Generiere Welt. Ja, erstmal Holz abbauen. Ah, wir haben jetzt noch Holz und. Kümmer du dich um die Materialien, Bot. Ich kümmere mich um das Zeugs. Um das Schienen bauen. Jetzt müssen wir irgendwann übers Wasser drüber. Ich nehme Material rein. Ah, er baut schon selbstständig ab. Das ist sehr gut. Immer neues Material. Baustein ab. Ich muss ihm sagen, dass er Stein abbauen soll. Eins. Holz haben wir hier schon. Hast keinen Zugang zu Stein. Das ist schlecht. Wo ist die Hacke? Ich mach dir Zugang. Hier hinten ist Stein. Oh Mann, das wird doch wieder nix. Lass mich durch. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir ja genug hier. Jetzt hol ein bisschen Stein. Bau das Gebirge ab. Sehr gut, das brauchen wir jetzt. Ich gehe mal von der anderen Seite dran. Schienen. Okay, noch fährt der Zug nicht schnell genug. Nicht zu schnell. Holz. Holz.
wir brauchen gleich wieder neues Holz. Nein, abbrechen. Er hat keinen Stein mehr. Verdammt. Ich brauche neue Schienen hier. Bot, hol Holz. Holz holen. Das sind Schienen. Na toll, was habe ich denn jetzt gemacht? Scheiße. Nee, die sollen woanders in die Schienen. Sehr gut. Ach du Scheiße, der Zug brennt. Nein! Ich muss mich darum noch kümmern. Verdammt. Das könnte man sehr gut mit dem 4-5 Discord mal irgendwann zusammenspielen. Holz. Und Stein. Wenn man das zu viert oder zu fünft spielt, ist das noch ganz lustiger. Steht immer einer im Wege rum. Stein steht da hinten. Du hast nichts mehr zu tun. brauchen gleich Holz, um mit die Brücke zu kommen übers Wasser. Erstmal brauchen wir Schienen. Okay. So und hier um die nächste Kurve. So, Holz. Stein. Und die Brücke müssen wir uns auch mal Gedanken machen. Ja. Das ist nur direkt beim nächsten Bahnhof. Vielleicht schaffen wir es ja mal. Ja mal. Ich komme aus Indonesien. Mein Name ist Jamal. Keine rassistischen Jokes hier. Oh, der Zug brennt schon wieder. Verdammt, der Zug brennt. Okay, wir brauchen Holz, um die Brücke zu bauen. Okay, das ist gut, aber wir brauchen Schienen. Schienen. Holz. Ich will es nicht schon wieder verkacken. Durch Holz. Wir müssen mal jemand Stein holen. Ist fast außer Reichweite. Nein! Wir sind weitergekommen. Auf jeden Fall schon. Schienen bauen. Na komm, beeil dich. Mal um die Ecke. Puh, das kann hier gleich knapp werden. Da muss man wieder Stein abbauen. Bots, bau Stein ab. Ich komme da hinten nicht mehr an. Ich komme nicht mal an Stein ab. Stein ran. Sieht doch momentan gut aus. Das ändert sich. Ach du Scheiße. Löschen. Ich bin gut dabei. Sehr gut, alles wieder weg. Okay. Oh Kacke, da passiert was. Stein ist da drüben. Na komm. Schiene. Nein. Verdammt. Steht im Weg. Holz. Um die nächste Schiene zu bauen.
gut aus. Ich komme nicht rüber, um weiterzubauen. Verdammt. Ich muss mir eine Brücke bauen. Verdammt. Neue Schienen, neues Holz. Wir haben es gleich. Es ist schon Abend, es ist schon Nacht. Stein brauche ich. Wo ist Stein? Den großen Berg hier mitzunehmen. Oh Mann. Das kriegen wir hin. Schiene, 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 Schiene. Ein stressiges Game. Zusammen im Koop, das könnte schwierig werden. Gleich da. Das kriegen wir hin. Stein habe ich hier, Holz habe ich auch genügend. Der Bot kann weiterbauen. Hier kommt die Lok. Das dauert mir zu lange. Na komm. Ich brauche neue Schienen. Hier ist Holz. Oh Mann. Schiene. Ist kurz vorm Ende, können wir es doch nicht verkacken. Der Zug brennt. Ich weiß. Eine Schiene brauchen wir noch. Dann haben wir es. Zug löschen. Ach du Scheiße. Zug löschen. Und noch eine Schiene bauen. Hier haben wir alles Material, was wir brauchen. Holz. Maschine. Sehr gut. Geschafft. Nur ein Spieler auf den Eimer aufheben. Ja, gut. Nice. Hier können wir Schrauben ausgeben für... Ja, wenn euch noch umsonst echt gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Zurück zur Lobby. Ja, wir haben es geschafft. Na dann, man sieht sich im nächsten Let's Play wieder. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Wir sehen uns. Ciao, ciao.